Also für mich stand er jetzt mal optimal. Lass nur den Völlefanz abhören, der steht da an der Eckfahne, der guckt, der Ball ist dahinter, der hält die Fahne. Jetzt fürs Anbauen, für das zweite, nächstes Thema. Nee. Kalle, ich halte ja mal dagegen, ne? Weißt du ja, logischerweise. Ne? Pass mal auf, wir haben uns das natürlich zigfach angeguckt. Unsere 3D-Animation, wie es so schön heißt. Der Ball spielt jetzt in dem Fall mal gar keine Rolle. Aber wenn man jetzt hier steht, ist er im Aus. Ja. Steht man auf der Linie, wird es schon schwieriger. Und wenn man jetzt ganz neben der Fahne stehen würde, ist der Ball klar drin. Die Bilder mit der Verzerrung hat schon vor 50 Jahren Rudi Michel gezeigt. An so eine Schnur, wenn der Ball vom Pfosten runter in Kassiet, so. Wir brauchen gar nicht die neue Technik. Da war der Linienrichter hat's zu sehen und lassen wir es so. Ist ohne Flachs. Rudi Michel, du kennst das doch hier. Ja, ist schon lange drin. Da brauchst du jetzt uns nicht gucken. Aber Kalli, wir sind uns ja einig, hat Rudi ja gerade gesagt, das ist ja eine ganz wichtige Entscheidung gewesen. Ne? Für Schalke hätte er auch noch was gehen können, möglicherweise in Richtung Europa League. Das ist auch vorbei. Aber für den Assistenten spricht ja auch Ingolstadt, musst du berücksichtigen. Für Ingolstadt könnte sie doch retten können, theoretisch. Bitte, ganz bitte für Ingolstadt diese Entscheidung. Ja, aber ich glaube, dass nicht jeder in dieser Situation in der Nachspielzeit da die Fahne hebt und abfährt. Ich glaube nicht. Es hat auch keiner was gesagt, in der Nachspielzeit, wenn er nicht gehoben hat. Andere Vereine spielen schießen in der Nachspielzeit viele Tore und da waren auch einige umstritten. Aber entscheidend ist doch in der Geschichte, der Assistent war sich offenbar total sicher, ob das jetzt die 93. Minute für Schalke ist oder die 107. für Ingolstadt. Er war sich sicher, bevor das Tor fiel, hat er die Fahne gehoben. Also müssen wir ihm glauben, weil er dort stand. Und auch gestern die Kollegen von anderen Fernsehanstalten konnten es auch nicht nachweisen. Und ich bin auch skeptisch, ob es Rudi Michel geschafft hätte. Es ist natürlich irrwitzig.